Er hat einen Anspruch, wie er meint, und kreiert olfaktorische Kunst. Den werde ich, glaube ich, auch deutlich schnell aufbrauchen und einsetzen. Weil die Einsetzbarkeit ist wirklich so gut und weil er wirklich niemandem auf den Sack geht und weil er wirklich ein Nasenschmeichler ist, sondern die meisten Düfte sind einfach sold out. Aber in dem Fall bin ich froh, dass ich als Ausrede verwenden kann, dieser tolle, hochwertige Sommerduft, Winter weiß ich ja jetzt noch nicht, ist leider nicht mehr kaufbar. Und deshalb kann ich ihn nicht kaufen. Ich weiß, es ist ein ganz schwieriges, ein ganz kontroverses Thema. Und normalerweise sollte man von so Themen die Finger weglassen. Aber das lasse ich eben nicht. Und dass gerade viele Parfümhäuser so diesen Dreh ein bisschen überdrehen. Und irgendwann werden die Leute sich abwenden. Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu Richards Herznoten. Toll, dass ihr heute wieder dabei seid. Auf den heutigen Duft habe ich mich sehr gefreut, weil ein sehr lieber Bekannter von mir, hallo Michael, hat mich jetzt gefragt, ob ich mich denn mit den Arige Le Doré oder Arise Le Doré Düften bereits auseinandergesetzt habe. Und ich muss ehrlich gestehen, noch nicht. Einfach auch, weil die Düfte sind sehr schwer zu bekommen. Ich kaufe mir nicht so gerne bereits benutzte Düfte. Allerdings jetzt in dem Fall wurde ich rechtzeitig gewarnt und ich habe es gewagt, per Blindbuy diesmal, was ich normalerweise nicht mache, bei Arige Le Doré etwas zu kaufen. Und zwar den neuen von denen, allerdings nur natürlich im 10 ml Pack, ist ja teuer genug. Das Ding heißt Aquilaria Blossom. Kommt in einer sehr schönen kleinen Verpackung. Und den Duft habe ich mir heute auch aufgesprüht den ganzen Tag und möchte euch einfach meine ersten Eindrücke vermitteln. Vielleicht freut es euch. Vielleicht kurz zwei Bemerkungen zu Arige Le Doré, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Die erste Bemerkung: Es gibt ganz interessante, lustige, witzige Videos von der Marke, die scheinbar irgendwo ansässig ist in Indonesien. Auf der Homepage habe ich es nicht ganz rausbekommen, also ein deutsches Impressum ist das nicht. Interessiert es natürlich jetzt nicht, ja. Aber ich glaube, der Perfumer und Betreiber und Owner der Marke, der sich Russian Adam nennt, Russian Adam, ist irgendwie dort tätig. Und das Interessante an dieser Marke ist wirklich, dass es sich um ein Nischenparfümhaus handelt, denn man bekommt deshalb die einzelnen Parfüms scheinbar nicht mehr, weil der Parfümer hat auch angegeben, die Kreationen sind mit so vielen natürlichen Inhaltsstoffen und auch teilweise aus seiner Sicht schwer zu bekommenden Inhaltsstoffen versehen, dass es ihm teilweise unmöglich erscheint, noch einmal ein Parfüm nachzumachen, sozusagen einen neuen Batch aufzulegen, der dann auch diesen ähnlichen Anklang hat. Jedenfalls will er es dann gar nicht tun. Und so sagt er auch, ist es eine Sache für Sammler, für olfaktorische sozusagen Lustmolche, wie mich und ihr wahrscheinlich auch seid. Also das Faszinierende ist, dass hier die Marke nicht einfach sagt, naja, wir bestellen jetzt theoretisch 10 Millionen Mal diesen Duft nach, ja, weil irgendwie ein Bedarf besteht und weil er gekauft wird, sondern die meisten Düfte sind einfach sold out. Auch echt faszinierend, natürlich ein lachendes Auge, weil ich es toll finde, diesen Ansatz zu haben, und ein weinendes Auge, weil wenn einem ein Duft wirklich sehr zusagt und wenn man sehr begeistert ist dann von dem Duft, dann zu wissen, dass es den Duft nicht mehr gibt, finde ich sehr traurig. Also macht mich zum Beispiel sehr traurig und deprimiert mich ja noch teilweise, weil ich einfach mit Düften so viel Schönes verbinde, wenn mir ein Duft gefällt. Und darüber hinaus ist auch interessant, wenn man sich mehrere Interviews von diesem Russian Adam anhört, dass er sagt, er hat einen Anspruch, wie er meint, und kreiert olfaktorische Kunst. Also hochfaszinierend, wer sich dafür interessiert, kann sich da mal ein bisschen einlesen, was er da geschrieben hat und auch anhören, was er in Interviews dazu zu sagen hat.
Wenn ich natürlich jetzt diesen Dufteindruck von mir gebe, dann bin ich mir bewusst, dass interessanterweise fast sämtliche Düfte, nicht alle, aber fast sämtliche Düfte von Ariche Le Doré bewertet werden als phänomenal und ausgezeichnet und dass diejenigen, die diese Düfte dann auch rezensieren, scheinbare Duftkenner sind, denn die Rezensionen, auch wenn sie sehr kurz sind, gehen wirklich teilweise auf alle möglichen einzelnen Inhaltsstoffe ein, was ich auch sehr bemerkenswert finde. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob das jetzt nur mein Eindruck ist, aber es gibt sehr selten Marken, wo sich die Leute, selbst wenn es kurz ist, so viel Mühe geben, dann die einzelnen Duftinhaltsstoffe zu bewerten und auch zu sagen, wenn sie den Duft riechen, kann ich den Inhaltsstoff herausriechen. Das ist eigentlich fast nicht möglich, aber in dem Fall wahrscheinlich dann doch. Jedenfalls sehr interessant und sehr spannend. Also für mich zumindest sehr sympathisch. Was ist also in diesem Aquilaria Blossom drin und wie ist mein Eindruck dazu? Aquilaria Blossom. Ihr seht ja, der Duft ist schon ein bisschen dunkel. Ob das jetzt auf irgendwas hindeutet, ich glaube überhaupt, deutet es auf nichts hin. Das hat mal der Roger Bird, hat es mal schön gesagt. Es gibt ja in seiner Kollektion auch Düfte, bei denen er diese Farbkomponenten, die eben die Inhaltsstoffe teilweise erzeugen, rausnehmen kann. Er hat scheinbar so ein Verfahren, dass die Düfte kristallklar werden, also klar. Aus dem einzigen Grund, dass man sich diese Düfte als Frau zum Beispiel oder als Mann irgendwo draufsprühen kann, auf ein weißes Hemd oder auf ein weißes Kleid und diese Düfte dann keine Spuren hinterlassen. Aber mir gefallen trotzdem immer so Düfte, die diese schöne Farbe haben, weil irgendwie erinnern die mich an so harzige Düfte, an so Düfte, deren Inhaltsstoffe mich teilweise schon ansprechen. Und das werden wir hier jetzt mal sehen. Vielleicht auch noch bei diesem Duft möchte ich mich auch anlehnen, was dieser Russian Adam gesagt hat. Und zwar, dass sein Haus gar nicht so sehr gerne die einzelnen Inhaltsstoffe herausgibt. Das heißt, die nicht prominent präsentiert in irgendeiner werbetechnischen Form, sondern dass er es ganz gerne hat, wenn man einen Duft nicht auf die einzelnen Inhaltsstoffe reduziert, sondern als Gesamtheit wahrnimmt. Von Ariche Le Doré wird der Duft als Oud-Duft bezeichnet, als frischer, blumiger, moderner Oud-Duft. Für mich hat dieser Duft wirklich diese Frische, diese zitrische Frische durch diese Zitrone und diese Orange und diese verwendete japanische Zitrone soll ja auch Mandarinenanklänge haben und soll ja auch so ein bisschen Grapefruit-Anklänge haben. Und auch mit dieser Bergamotte und mit diesen Mandarinen-Aspekten drin, gleichzeitig übrigens in der Kopfnote auch zusätzlich Ambra, was ja auch so was Süßliches, leicht Bitteres verströmt. Aber dieser erste Eindruck, übrigens ganz am Anfang, wie ich es aufsprühe, habe ich auch schon etwas Rauchiges, was völlig schnell wieder verschwindet. Total faszinierend. Also dieses Orangige, dieses Zitrische ist da, aber in einer sehr fein ausgeprägten Form. Die Bitterness, diese Bitterlichkeit ebenfalls, aber sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr fein austariert. Bei den Basisnoten, da muss ich jetzt mal nachlesen, weil ich das so interessant fand, was Ariche Le Doré da selbst geschrieben hat, obwohl ja der Parfümeur gesagt hat, er legt keinen Wert darauf, dass Leute wissen, was da drin ist, aber scheinbar das Marketing dann doch. Und zwar Neroli, also diese Orangenblüten, Anklänge der Bitterorange, Magnolie, Tonka, jetzt ein Hauch verschiedener Uds, Weihrauch, mexikanische Zeder, Patchouli, und malaysische Propolis. Propolis. Bitte seht mir nach, wenn ich das wieder falsch ausspreche. Also, hier sieht man etwas, was im Duft eigentlich meiner Ansicht nach gar nicht so sehr herauskommt. Okay, das Blumige schon. Und auch muss man sagen, wenn jetzt eine Rode drin ist, also dieses Orangige, was übrigens den gesamten Duft durchzieht. Also diesen zitrisch-orangenhaften Anklang,
durchzieht den gesamten Duft. Und ja, den Duft durchzieht noch etwas anderes. Irgendetwas, worin dieses orangenhafte, zitrische, zart-zitrische eingebettet ist. Und dieses, was eingebettet ist, könnte natürlich Oud sein, dieser Hauch von Oud. Ja. Könnten auch Hölzer sein. Könnte auch etwas Blumiges sein. Könnte auch ein bisschen Tonka sein, natürlich. Könnte auch ein bisschen Patchouli, also dieses Erdige sein. In den Basisnoten jedenfalls dann noch eine Kotinktur aus Myrrhe, dann Vanille, Safran und Bibergeil. Dazu noch Sandelholz, Styrax, Labdanum, ein gewisser Moschusakkord, Tabak, Benzoeharz, weißer Ambra. Also ihr seht, eigentlich von den Noten her und eigentlich von dem, wie es riecht, könnte man schon annehmen, dass es natürlich sehr harzige Aspekte hat. Und vor allen Dingen auch unheimlich cremige Aspekte. Also harzig, hölzerne, in irgendeiner Form cremige Aspekte. Aber der Duft erscheint gar nicht so harzig, erscheint gar nicht so hölzern. Man spürt, dass diese zitrische, dass dieses orangenhafte, dass dieses leicht fruchtige eine Basis besitzt. Das spürt man. Aber wie diese Basis genau aussieht, ist eigentlich gar nicht so deutlich, denn der Duft ist so schön eine Einheit. Eine Einheit, die so ein bisschen bitter ist. Also ein hochinteressanter Duft. Die Frage ist aber natürlich, wie entwickelt sich der Duft? Ich habe den heute den ganzen Tag jetzt getragen. Ich habe ihn mehrmals aufgesprüht, weil nach ungefähr 2 bis 3 Stunden hat der Duft für mich seine Kraft verloren, was eigentlich sehr schade ist, auch wenn es ein Sommerduft vielleicht ist. Manche habe ich gelesen, schreiben Rezensionen, der ist vielleicht für den Winter geeignet. Ja, mal abwarten. Ich mag auch frische, zitrische Düfte auch im Winter. Aber hier nach 2-3 Stunden musste ich immer nachsprühen und die Silage war eigentlich extrem gering, was mich jetzt nicht so stört. Und die Projektion war allerdings stärker. Also die Projektion ist da, nicht natürlich umwerfend, nicht natürlich wie ein Duft, der projiziert, dass andere Leute im Raum gleich wissen, dass man da ist. Aber sie ist durchaus da. Und das finde ich eigentlich auch recht bemerkenswert, wie er das geschafft hat. Der Duft ist ganz klar für Frauen wie Männer geeignet, also nicht an ein Geschlecht gebunden. In keiner Form würde mir was einfallen, was das eine wie das andere ausschließt. Ebenso beim Alter würde ich sagen, es ist für ganz junge Leute geeignet, wie für sehr ältere Menschen gibt es auch gar keinen Ausschluss und man kann den Duft auch überall tragen. Also Büro, Sport, Freizeit, abends essen gehen, Konzert, überall, es gibt keinerlei Einschränkungen. Was wird der Duft nun bei dem Gegenüber, erstmal beim Träger und beim Gegenüber dann sozusagen assoziationstechnisch hervorrufen? Eins ist aus meiner Sicht ganz klar und wird deutlich. Bei dem Duft merkt man, dass es ein sehr hochwertiger Duft ist. Also niemand wird diesen Duft riechen und sagen, es ist in irgendeiner Form so ein minderwertiger Duft. Es ist in irgendeiner Form so ein schreiender, blöder, aufmerksamkeitshaschender Duft. Gibt es zwar auch interessante und tolle, die mir auch teilweise gefallen. Ich habe mal über den La Tosca von Casa Morati was gemacht, also bin ich ja sehr begeistert mit. Aber das ist was ganz anderes. Also das ist ja eher ein zurückhaltender, edler, vornehmer Duft. Vom Anspruch her vielleicht so wie teilweise Sehrstoffdüfte, zum Beispiel den Kobe, ist ja auch Orangenblüten, Neroli-lastig. Und der hier ist auch sehr vornehm, ein edler Duft, aber wie gesagt sehr zurückhaltend und eigentlich von der Haltbarkeit doch sehr gering. Die Frage ist, ob er auch sozusagen etwas Außergewöhnliches darstellt. Es gibt ja so Düfte, wo man sagt, diesen Duft muss ich haben. Und hätte ich den jetzt an irgendeinem Kumpel gerochen, dann hätte ich gesagt, Mensch, das ist ein ganz toller Duft, aber ich weiß nicht, ob ich mir den gekauft hätte, auch wenn ich wüsste, dass dieser Duft so eine unheimliche Qualität hat, was die Herstellung scheinbar anbelangt und die Inhaltsstoffe anbelangt, obwohl ich da nicht sicher bin, weil das reizt mich dann doch schon.
Aber ich glaube, der Duft ist dann doch nicht so außergewöhnlich, dass ich sage, den müsste ich jetzt haben oder den will ich haben. Andererseits muss ich sagen, weil ich den ja jetzt hier schon habe, das hält ja eigentlich auch nicht lang, den werde ich, glaube ich, auch deutlich schnell aufbrauchen und einsetzen. Weil die Einsetzbarkeit ist wirklich so gut und weil er wirklich niemandem auf den Sack geht und weil er wirklich ein Nasenschmeichler ist, ist interessanterweise, dass ich den Duft wahrscheinlich sehr häufig einsetzen werde und dass er sehr schnell aufgebraucht ist. Aber in dem Fall bin ich froh, dass ich als Ausrede verwenden kann, dieser tolle, hochwertige Sommerduft, Winter weiß ich ja jetzt noch nicht, ist leider nicht mehr kaufbar und deshalb kann ich ihn nicht kaufen. Also das wäre dann für mich eine schöne Ausrede. Ich bin aber trotzdem sehr, sehr dankbar, dass ich dieser Marke begegnet bin und freue mich eigentlich auch auf weitere neue Releases. Und wenn mir irgendjemand so einen Duft anbietet, dann werde ich mit Sicherheit niemals Nein sagen, diesen Duft zu probieren. Und auch für die Zukunft werde ich mit Sicherheit immer versuchen, diesen Duft, vielleicht dann auch in kleinerer Form, dann auch zu erhalten. Insbesondere, weil ich auch weiß, dass der Russian Adam, Russian Adam, dass der ein Oud-Liebhaber ist und Oud so komplex, wenn es richtiges Oud ist, und so komplex und so verwoben und so unterschiedlich daherkommt, dass es faszinierend wäre, weitere Düfte von Arige Le Doré zu riechen, zu erhalten, zu probieren. Ich hoffe, ich habe euch vielleicht ein bisschen neugierig gemacht, auf die Marke ebenfalls. Also ich bin froh, ihr begegnet zu sein. Und vielleicht noch eine Zusatzbemerkung, die mir jetzt gerade bei dem Arige Le Doré auch aufgefallen ist. Ich meine, dieses Teil ist ja auch nicht billig. Also 30 Milliliter hätten jetzt 250 Dollar gekostet plus Versand. Das Teil hat, glaube ich, 90 oder 100 Dollar gekostet plus Versand. Und die Frage ist jetzt, ist es gerechtfertigt? Und grundsätzlich möchte ich auch diese Frage immer wieder stellen. Ich weiß, Vertriebler und so mögen das gar nicht, wenn man über Preise spricht, aber doch auch. Also ich möchte auch darüber sprechen, ob es berechtigt ist, dass jetzt, wenn man das mal 10 nimmt, 100 Milliliter 1000 Dollar kosten oder wenn man den Preis für 30 Milliliter nimmt, dass 100 Milliliter 750 oder 800 Dollar kosten. Und die Frage ist jetzt wirklich, die einen sagen, naja gut, das Marketing kostet, klar. Und die anderen sagen, die Herstellung der natürlichen Öle kostet ja auch Zeit und Geduld und die Rohstoffpreise werden immer teurer. Wenn aber mir bestimmte Influencer ja in ihren Videos ganz stolz erklären, dass sie für ihre selbst hergestellten Düfte teilweise ein paar Euro Kosten haben, 5, 6, 7 Euro Kosten, wenn es denn wirklich stimmt, und leider scheint es wirklich zu stimmen, und für den Duft dann 100 oder 200 Euro verlangen, dann verstehe ich alles, dass der Großhandel was möchte, dass der Douglas oder irgendein Vertriebszentrum irgendwas möchte, das verstehe ich alles. Aber wenn ich das kaufe, dann möchte ich doch vor allen Dingen wissen, dass das Produkt einen gewissen Wert hat. Und wenn ich weiß, das Produkt hat einen Wert von 7 Euro und ich muss dafür 200 Euro bezahlen, dann kann ich selbst bei dem besten Duft nicht behaupten, dass mich das glücklich macht. Und ich denke gerade, wenn man jetzt die Preiserhöhungen sieht der letzten Zeit, dann glaube ich, dass irgendwo eine Grenze erreicht ist. Und dass gerade viele Parfümhäuser so diesen Dreh ein bisschen überdrehen. Und irgendwann werden die Leute sich abwenden. Wenn ich weiß, dass in einem Parfüm Inhaltsstoffe für 100 Dollar drin sind. Und ich weiß natürlich, der Staat kassiert irgendwelche Steuern ab und der Vertrieb auch. Und ich zahle aber das 7, 8, 9, 10-fache. Dann ist es nicht gerechtfertigt. Also irgendwo muss man auch auf dem Boden bleiben. Und jetzt kommen natürlich ganz oberschlaue Leute und sagen, ja, aber die Forschung, ah ja, aber das Marketing an sich kostet ja alles Geld. Ja klar. Aber man muss das eben dann sich überlegen, ob ich als Verbraucher das bezahlen will. Und es gehört halt auch zur Liebe, in dem Falle zum Parfüm, dass ein Parfümeur natürlich mehrere Tage, vielleicht auch teilweise nur einen Tag oder 2 Wochen an einem
Duft dran ist und dass natürlich jemand sagt, ich möchte auch für meine Zeit bezahlt werden. Aber es muss alles im Rahmen bleiben. Also, ich weiß, es ist ein ganz schwieriges, ein ganz kontroverses Thema und normalerweise sollte man von so Themen die Finger weglassen, aber das lasse ich eben nicht. Warum? Weil ich grundsätzlich Parfüme super gerne habe und die auch so gerne auch haben möchte für die Zukunft. Ich möchte auch, dass sich Leute das auch noch leisten können. Und die können sich das eben nicht leisten, wenn die Parfümhäuser immer gieriger werden, beziehungsweise wenn sie dann irgendwann mal an der Qualität sparen und wenn man nicht einen anständigen Kompromiss findet. In irgendeiner Form gibt es da mit Sicherheit mehr Möglichkeiten, wie man vielleicht auch Kunden bindet, in Form eines Abo-Modells, in Form, dass man im Jahr so und so viele Düfte abnimmt, aber dafür einen saftigen Preisnachlass bekommt, sodass die Firma planen kann. Also ich verstehe nicht, Leute, sei doch ein bisschen kreativ. Seid doch ein bisschen kreativ auch in eurer Liebe zu den Düften und zu der Duftwelt und in eurer Liebe auch zu den Leuten, die an dieser Duftwelt teilhaben möchten und die sie auch unterstützen. Das ist aber nur mein kleines Plädoyer. In diesem Sinne, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Euer Richard.